Linguistik in 120 Sekunden, Nummer 53, warum das Present Progressive direkt ins Deutsche übersetzt werden kann und welchen Vorteil es hätte. Der Progressiv oder auch die Verlaufsform stellt, vereinfacht gesagt, den Verlauf einer Handlung oder eines Geschehens aus der Innenperspektive dar, ohne einen Abschluss kenntlich zu machen. Die deutsche Sprache kennt einige unterschiedliche Varianten zur Anzeige eines Verlaufs, die aber keinen festen Platz in der deutschen Grammatik einnehmen, beziehungsweise nicht ernsthaft im Sprachgebrauch angekommen zu sein scheinen. In der englischen Sprache gibt es jedoch eine feste, grammatisch obligatorische Konstruktion, um den Verlauf einer Handlung oder eines Geschehens auszudrücken. Sie trägt die Bezeichnung Present Progressive und besteht aus dem Hilfsverb be und dem Partizip Präsens, also dem Infinitivstamm, dem die Endsilbe ing angehängt wird. Übersetzt man diese englische Struktur direkt ins Deutsche, beispielsweise von I am studying zu ich bin studierend, erkennt man, dass der ursprüngliche Sinn erhalten bleibt. Dass diese direkte Übersetzung ohne Verständnisverlust angewendet werden kann, hat einen Grund. Die Art der Konstruktion des englischen Present Progressive gleicht der des deutschen Partizip Präsens bzw. Partizip Präsens aktiv. Das deutsche Partizip Präsens wird gebildet, indem an den Verbstamm die Endung end gehängt wird. Die Bildung kann aber auch vereinfacht werden, indem man an den Infinitiv eines Verbs nur ein de hängt. Im deutschen Present Progressive würde das Partizip Präsens mit dem Hilfsverb sein kombiniert und zum prädikativen Attribut werden. Der Vorteil einer solchen Progressivkonstruktion ergibt sich daraus, dass aus der Aussage eindeutig ersichtlich wird, dass ein Akteur mitten im Prozess befindlich ist, da dieser Prozess seine Eigenschaft ist.